Nach ihrer Hochzeit schwebt Bergdoktor-Star Ronja Forcher auf Wolke 7. Nun verkündete die Künstlerin eine frohe Botschaft, die auch Hans Siegel zum Jubeln bringen dürfte. Endlich fühlt es sich so an, wie es in meinem Herzen schon immer war, schwärmte Ronja Forcher vor kurzem in einem Interview über ihre Ehe mit Felix Briegel. Ich habe so ein großes Glück mit meinem tollen Schatz. Ihre große Liebe heiratete die Bergdoktor-Darstellerin im vergangenen August nach 6 Jahren Beziehung und ist überglücklich. Es war der wohl schönste und liebevollste Tag unseres Lebens, erklärte sie kurz nach dem Jawort in Tirol. Ihre Leidenschaft für die Schauspielerei verbindet sie. Sogar beim gleichen Management sind Felix und sie unter Vertrag. Die jungen Künstler sind einfach wie füreinander geschaffen. Und darüber freuen sich natürlich auch Ronjas Set-Kollegen und enge Freunde. Denn Hans Siegel und Monika Baumgartner kennen die Musikerin schon, seit sie ein kleines Mädchen war. Die Serienstars sind auch hinter den Kulissen wie eine Familie. Umso mehr werden sie aus dem Häuschen sein, wenn sie von Ronja Forchers süßen Zukunftspläne mit Felix erfahren. Die Darstellerin und ihr Mann wünschen sich in der Zukunft nämlich auf jeden Fall Kinder. Wie schön, Babyjubel beim Bergdoktor. So Gott will, irgendwann freuen wir uns natürlich, eine Familie zu sein oder sie zu vergrößern, verriet die Künstlerin nun. Wenn ich so meine Großmutti anschaue, die mir ganz nah am Herzen ist, denke ich mir, irgendwann will ich auch so eine Oma sein, die ganz viele Enkelkinder hat. Eine große Familie soll es also sein. Was für eine wunderbare Nachricht, auch wenn der Nachwuchs wohl noch ein wenig auf sich warten lässt. Wir haben eigene Projekte, die wir davor machen wollen, verrät Ronja. Eines ist jedoch schon jetzt gewiss, Hans, Monika und das gesamte Team werden das Baby mit offenen Armen empfangen und natürlich mit in die Bergdoktor-Familie aufnehmen. So wie Ronja, als sie vor 14 Jahren erstmals ans Set kam. Und während Monika sicher eine tolle Ziomi für den kleinen Schatz ihrer engen Freundin sein wird, wird Hans Siegel bestimmt ein super Onkel. Apropos, auch der Bergdoktor kann sich freuen. Denn zum großen Finale der 16. Staffel hat sich Martins Ex-Freundin Franziska, gespielt von Simone Hanselmann, angekündigt. Sie zog am Ende der 15. Staffel mit dem gemeinsamen Sohn Johann nach New York, ließ den TV-Arzt mit gebrochenem Herzen zurück. Doch nach dem Trennungsdrama von seinem Kind wird Martin nun offenbar von Franziska in den Big Apple eingeladen. Schließt er seinen geliebten Sohn dann endlich wieder in die Arme? Im wahren Leben kann der Schauspieler auf fast 15 Jahre Patchwork-Glück mit seiner Susanne blicken, mit deren Söhnen und seinen eigenen Kindern. Sein Glücksgeheimnis für die harmonische Beziehung? Das Rezept für eine gute Ehe ist für mich, dass man eine wundervolle Liebesbeziehung hat. Und zum anderen im Alltag auch ein gutes Team bildet, erklärte Hans jetzt in einem Interview. Seine blonde Frau ist außerdem seine beste Beraterin. Es ist oft sehr förderlich, wenn man unterschiedliche Ansichten hat und so Dinge oder Situationen von verschiedenen Seiten beleuchtet, erklärt er. Das passiert bei uns, und das ist ein großes Glück. Auch regelmäßige Auszeiten für Zweisamkeit seien wichtig, erklärte er. Wie recht er damit doch hat. Die Schauspieler der beliebten Serie sind wahrlich vom Glück geküsst. Und es ist kein Ende in Sicht, die Karrieren laufen, die Fangemeinde ist groß und privat folgt eine frohe Botschaft auf die nächste. Da kann das Jahr 2023 ja nur gut werden.